so die Augen der Welt, hat er etwas gemacht, was kein anderer machen hätte machen können. Und man hätte auch keine Erlaubnis mehr. Allah hat es so gemacht, er hat ihm die Ehre gegeben, diesen Menschen die Ehre gegeben, dass er diese Ehre bekommt. Wo alle Steine der Menschen des Tages unter den Füßen auf dem Boden hier eingemauert wird. Eingelassen. Der angebliche Spaß. Und das ist auch Ironie. Wir sind ja die Stars, nicht? Aber wir sind Stars der unteren Ebene. Schau mal, sie machen das mit eigenhändig hier auf den Fußboden, wo alle Leute drauf treten. Was ist das für eine Ironie? Was ist das für eine dumme Sache? Und sie denken, sie haben was Großes getan. Allah und sagt, ihr seid Steine, lauf mal drauf. Lauf mal drauf. Und sie sind stolz, dass man drauf tritt. Guck mal, das war mein Name eben. Mein Name. Das ist dein Name unter meinen Füßen. Wenn sie mir Geld angeboten hätten, $1 Million, mein Name da, wir machen schön im Stand, hätte ich sie gejagt hier mit Dönermesser. Sie sind stolz, das ist Ironie. Hätten wir nie, haben wir nie so gedacht, ne? Das ist der Arsch mit des Himmels. Ihr wollt Sterne sein? Nur unter meinen Füßen. Aber der Ali, der Name hat ihm nicht gegeben und er hat den Namen alle Ehre gemacht. Was hat er gesagt? Nicht mit meinem Namen. Und dass sie nicht Mohammed den Namen unter den Füßen getreten. Aber sie wollten unbedingt in einen Stern gehen. Ich habe gesagt, wir haben unbedingt Gold, aber nicht unter den Füßen. Ich lasse das nicht zu. Er hat sie dazu gebracht, dass nur sein Name allein an der Wand ist. Und das ist schon allein der Beweis, dass niemand dagegen was ankommen kann, der Name Mohammed steht überall. Ob sie das wollen oder nicht wollen, egal was sie dagegen machen, mit eigenhändig haben sie das an die Wand gebracht. Wie ein Kunststück. Und die anderen sind unten. Was steht da, Mohammed? Und was mit den anderen unten, unter den Füßen? Er geht ohne, das ist eine frohe Botschaft von oben, vom Grosche, er geht ohne eine Rechenschaft ablegen zu müssen, direkt ins Paradies. Und er war auch ein guter Mensch. Er war kein dummer Boxer. Er war ein naives, reinherziges Mensch. Im Herzen war er immer rein. Ich habe ihn dein Kampf mir angeschaut, den berühmtesten. Den Vordermann. Der Vordermann hat jeden runtergehauen. Und Muhammad Ali ist älter als er. Also sagt er, das schafft ihr mit links, mit ihm auf. Und er arbeitet. Und Muhammad Ali lässt zu. 8. Runde. Und er wird wieder Vormann. Und Muhammad Ali flüstert ihm in das Ohr. Ist das alles, was du sagst? Ist das wirklich?
Das erzählt er. Bordermann erzählt das. In dem Moment bin ich gestorben, dachte er. Wirklich? Als er das sagte, ich bin dabei, ihn zu bearbeiten, 800 lang und weiß nicht, wann er, muss normal jeder ein Ochse wählen. Und er gegangen, dieser Mann nicht. Und dann sagt er noch, ja, ist das alles, was du brauchst? Da kam der letzte Atem raus. Und dann, tak, tak, beim umgeknickt, beim Runtergehen, der letzte Schlag hat er geholt. Normal, jeder Boxer hätte das getan, Garantie, Garantie, Schlag, bumm, dass er geht und nicht aufsteht. Hat er, wollte er, hat er geschaut, hat er hochgehalten. Wenn er das gestanden wäre, Stoß, sagt er. Und alle haben geblutet, kill him. Ja. Und alle haben geblutet, kill him. Hat er gehalten? Nein. Hat er zurückgezogen und gewartet, bis er wieder aufsteht? Kam aber nicht. Er hat ihm also die Möglichkeit gegeben. Kein Schlag war unnütz. Deshalb sein Brosche sagt, sein, ich mag keinen Boxer, sagt er. Das ist auch von Schäfer. Aber dieser Mann hat es, es war auserwählt für diese Sache, er war ein Gentleman, der Boxer. Und er hat keinen Schlag zu viel gemacht, aus hier, damit er hier einen runterholt und so weiter. Nein. Das war seine Mission wahrscheinlich. Vielleicht wegen dieser Namensstern da. Dass er das an die Wand bringt. In Hollywood. Deshalb hat er, jeder dachte, das ist eine Strategie von ihm, dass er immer am Seil hängt und dann die anderen und dann die Mühle, dann macht er so und dann ist er weg. Das hat er aus Barmherzigkeit gemacht. Er wurde nicht unnötig geschlagen. Wer hätte das gedacht? Macht er Leute fertig, aber er lässt sich bearbeiten. Er kann das halten, aushalten, die Schläge. Und dann macht er nur nötige Schläge und dann ist er weg. Er war barmherzig. Und ich schaue es, er war auch in Damaskus. Wo wir waren, war er da in dem Haus. Ja? Ja. Hat jemand hier aus dem Tagebuch oder irgendwas eine Erinnerung geschickt in Englisch? Hat Dana mir übersetzt. 1980 oder 83 kam er zum Moschee. Er nahm Bund und Bayat und sagte ihm auch, man hat festgestellt, dass er Parkinson hat. Und Sheikh Nazim hat zu ihm gesagt, ja, das ist ja nicht von oben, das ist von unten, diese Krankheit. Weil du nicht zum Militär gegangen bist und gegen Krieg protestiert hast und sehr laut sogar auf den Straßen, haben sie dich in den Knast gesteckt? Ja. Da haben sie dir eine Injektion gemacht. Eine Spritze. Wir haben dich vergiftet. Mit Absicht. Das ist vom Militär, von Regierung. Sie wollten dich töten. Das kommt daher. Wir haben aber die Hand dazwischen getan. Wir haben dein Leben damals gerettet. Du solltest gestorben sein. Aber das ist diese Wirkung von dieser Spritze. Dann, das ist jetzt hier, was nicht da drin steht, was der Mann nicht direkt weiß. Dann war er in Damaskus, er konnte nicht sich selbst tragen, so schlimm ging es ihm. Nach 40 Tagen, 40 Tage war er in Damaskus, war er wieder fit und hat alles selber hier, seine Koffer und so weiter getragen und im Flugzeug nur Salawat und Dalal Hayrat gelesen und für sich gemacht. Sheikh Nazim hat ihm Diät, starke Diät gegeben, also wahrscheinlich Linsensuppe und dann Zikr, Meditation.
Dann war er wieder fit. Habe ich auch nicht gewusst, dass Mohammed Ali da in Damaskus im Haus war. Das bedeutet schon, dass Rushdie ihn sehr mag.